Eike, moin, ihr Liebe. Wir sind halt im Pfalzkreiswetter unterwegs und da haben wir von denen ganz viele toll gekennzeichnete Wehe. Die findet übrigens auf der Seite von der Pfalztouristik. Da ist eine riesengroße Auswahl, von sehr leicht bis eigentlich ganz passabel schwer. Und wir haben doch richtig Spaß dran, das alles zu erkunden und euch noch eine zu zeigen. Bis später. Hier am Startpunkt kommen alte Erinnerungen hoch. Das ist die Hugo-Strobel-Hall und das habe ich früher beim TV Altstadt Tischtennis gespielt. Das war die schönste Zeit. So, aber jetzt viel Spaß beim Wanderweg. Ciao. Hi, hi, wir haben es jetzt fast geschafft, sind kurz vom Ziel. Jo, es ist ein schöner Spazierweg, es hat keine größeren Highlights, außer das Türmchen, das wir gesehen haben. Und ansonsten war die Landschaft eine Mischung zwischen schönem Wald und weiter offener Flur mit Wiese und Felder. Von daher auf jeden Fall 8 Kilometer, die man halt eigentlich das ganze Jahr gehen kann und mit denen man halt auch einfach einen kleinen Spaziergang machen kann. Okay. Ich gebe jetzt weiter an meinen Hinnermann, weil mir habe ich jetzt halt echt nicht zu sagen und ich wünsche euch noch ein schöner Tag. Alle! Das Einzige, was ich jetzt noch sagen, es ist für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Die Steigungen sind nicht wirklich anspruchsvoll, deswegen auch für Anfänger geeignet. So, und jetzt eigentlich noch ein schöner Samstag bzw. ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao! Stark mit Freunden machen Abenteuer doppelt Spaß. So erleben wir Wunder der Natur und erfreuen uns der Strahlkraft pur. Wir sind Sarah und Marco, die Wanderlegenden. We'll be right back.
Mhm.